Wir wollen nun die Skripte beim Freund übersichtlicher machen. Eine praktische Möglichkeit, wie Objekte miteinander interagieren können, ist das Versenden von Nachrichten. In der Kategorie Ereignisse gibt es den Anweisungsblock Sende Nachricht an alle. Klicke einmal auf die Katze und füge dann den Anweisungsblock für die Nachricht innerhalb der Klammer der bedingten Verzweigung ein. Klicke auf Nachricht und ändere sie um in zum Beispiel haptisch. Klicke nun auf den Freund. Suche nun in der Kategorie Ereignisse den Anfangsblock Wenn ich haptisch empfange und ziehe ihn in den Programmierbereich. Baue die Skripte nun so um, dass, wenn die grüne Flagge angeklickt wird, Zeige dich ausgeführt wird und wenn die Nachricht haptisch empfangen wird, Verstecke dich ausgeführt wird. Damit sind die Skripte beim Freund schon deutlich übersichtlicher. Wir halten fest, mit dem Verschicken von Nachrichten können Objekte direkt miteinander interagieren, ohne dass der Spieler irgendwelche Ereignisse auslösen muss. Das nächste Problem, was wir lösen wollen, ist Punkte zu sammeln, wenn die Katze den Freund berührt. Wir brauchen dafür eine Variable, die den Punktestand speichert. Klicke hierzu in der Kategorie Variablen auf den rechteckigen Button Neue Variable. Erstelle eine neue Variable mit dem Namen Punkte. In der Kategorie Variablen wird nun ein neuer Block Punkte angezeigt mit abgerundeten Seiten. Davor ist ein Haken gesetzt und in der Bühnenansicht sieht man die Variable Punkte mit ihrem aktuellen Wert 0. Ein mehrfaches Klicken auf die Punktestandanzeige ändert übrigens deren Ansicht. Ziehe die beiden Blöcke, setze meine Variable auf 0 und ändere meine Variable um 1 in den Programmierbereich. Klicke jeweils auf meine Variable und wähle Punkte aus. Die Zahl in den Textfeldern dahinter kann man beliebig ändern. Man kann sogar negative Werte eintragen, wenn man Punkte abziehen möchte. Füge die beiden Blöcke nun so in das Skript, wenn grüne Flagge angeklickt bei der Katze ein, dass, wenn man das Spiel startet, die Punkte auf 0 gesetzt werden und jedes Mal, wenn der Freund berührt wird, die Punkte um 1 geändert werden. Teste anschließend deine Lösung. Wir halten fest, Variablen werden verwendet, um Werte zu speichern. Die Werte können jederzeit verändert werden, um zum Beispiel einen Punktestand zu verwalten. Ihre Werte sind variabel, daher auch ihr Name.
Im Video wird das Fangspiel nur noch vervollständigt. Jedes Mal, wenn der Freund haptisch empfängt, versteckt er sich, geht zu einer Zufallsposition und erscheint nach einer halben Sekunde wieder. Eine weitere bedingte Verzweigung überprüft bei der Katze in der Dauerschleife jedes Mal, ob der Punktestand 10 beträgt. Der dunkelgrüne Vergleichsblock ist in der Kategorie Operatoren zu finden und liefert ein Ja oder Nein als Antwort. Sind die 10 Punkte erreicht, schickt die Katze die Nachricht gewonnen an alle. Wenn der Freund diese Nachricht empfängt, versteckt er sich. Und schließlich reagiert auch noch die Bühne auf die Nachricht gewonnen. Sie zieht ein anderes Bühnenbild an, um den Abschluss des Spiels zu signalisieren.